Hallo und willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. So, wir gehen in unser Teil rein, in unseren Apartment. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Barb. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% Tiber. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Was? Ich war mit dem Fernseher beschäftigt. Jackpot! Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Die tapferen Officer des NCPD setzen tagtäglich für uns ihr Leben aufs Spiel. Sie verteidigen Night City gegen gewalttätige Gangs, nomadische Gesetzlose und Cyberpsycho-Angriffe. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Klasse. Können Sie sich besser schützen? Ein Vorteil, der uns allen mehr Sicherheit verschafft. Ja, Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Wieso muss ich das machen? Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Karnal, wir haben keine Zeit. Deckt die Überwachung das ganze Hotel ab? Auch die Schlafzimmer in den Suiten. Und die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist No-Go. Null Hotel Security. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen auf zum nächsten Schacht vertreiben. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Ist halt innen unsichtbar, aber macht ja trotzdem Geräusche. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es mit dir war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Blut, aber das Trinkgeld war ordentlich. Wieso krieg ich immer nur Kotze und benutzte Kondome? Wo bleibt da bitte die Gerechtigkeit? Bug? Problem. Was denn? Zimmerservice ist im Weg. Wer? Ich lenk sie ab. Du weißt schon. Was haben wir denn im Subnet? Okay, schon dabei. Der Kerl, der im Penthouse wohnt. Yorinobu Arasaka? Männer wie der sind immer Single. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Na und? Bei dem Saka sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Das Terrarium hat eine Steuertafel.
Glaub, das wird nichts. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlink den Flathead damit. Schlimmer noch, diese Technologie ist doch nur ein Werkzeug der Verlockung und Korruption. Nur die reiche und mächtige Elite hat darauf Zugriff. Sie wird bestimmt jeden Preis zahlen, solange es ihnen diese Illusion verschafft, die sie Unsterblichkeit. Nun, es stimmt, dass Arasaka den Zugriff auf den Wörlingmonitor gezielt hat. Cats, irgendwas ist mit dem Terrarium. Bug, es hat geklappt. Meine Güte, das war noch gar nicht. Hast du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Das sagt ja genau der. Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeichelei. Was denn bei dem Aquarium? Ist es zu warm oder zu kalt jetzt? Wie können Sie es wagen? Versprechen Sie nicht. Sonst ist hier nichts in dem Schacht. Ich sehe zumindest nichts. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Können die neutralisieren? Was machen wir jetzt? Neutralisieren. Verlink den Flathead mit ihm. Ich friere ihn mit einem Demon ein. Oldschool, frag nicht. Und der Dweller kriegt davon nichts mit? Verlinke ihn direkt mit dem Stuhl. Dann wird er nicht mal was merken. Könntest mit einem Panzer da durchfahren und er würde nichts spüren. Für die Umwelt ist er tot. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Was denn damit? Denn hier sonst noch irgendwo einen Zugang? Ach da. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Flathead mit dem Stuhl verlinken, wie? Dass sie das nicht selber machen konnte. Ha! Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Der behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Ich glaube, ich hab einen Bug. Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Bug, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Bug? Ja, bin hier. Okay, hör zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen, okay? Oh, endlich der Level Up. Der lang ersehnte Level Up. Boop. So. Voll verchromt. Lizenz zum Verchromen. Danach brauchen wir nur noch den Edge Runner. So.
Welchen Punkt holen wir als erstes? Sind noch nicht alle belegt? Den Zelladapter. Den holen wir uns auf jeden Fall auch, aber später. Die Effekte würde den Berserker erhöhen. Ich hätte gerne eine vollautomatische Tech-leichtes Maschinengewehr, aber keine Ahnung, ob ich da dran komme. Die Stadt niederbrennen. Ich gehe mal auf den Beidhändigen. Und danach machen wir, glaube ich, den hier. Der nächste Punkt geht hier rein. Und ich glaube, als nächstes mache ich aber dann die Konstitution erstmal voll von Attributen. Naja. So. Aber dann können wir jetzt erstmal chillen. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschutz. Und dieser bescheuerte Name, Stahldrachen. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Bug. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Sicher. Oh, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Na, erzähl. Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Okay. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Also unter die Magier gegangen. Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Mein scheiß Job. Jo,
Yoritobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Nicht toll, aber wird schon reichen. Ich erkunde hier trotzdem alles. Bingo. Das sind doch hier alles. Oh, da kommt was raus. Komm her, wie? Wichtige Sachen. Guck, hier gibt's ja auch noch blaue Sachen. Los, Yorinobu könnte jeden Moment zurück sein. Ja, ich habe sogar seine Kleidung geklaut. Guck dir diesen komischen Gecko an. Es ist kein Gecko. Es ist ein Leguan, du Spacko. Hab schon mal So, habe ich sonst noch was? Hier kann ich nicht nach draußen los, gehen. Yorinobu könnte jeden Moment zurück sein. Ja, ja, ich lass mich doch das sein Zeug klauen, ey. Wir machen das hier, wir klauen alles. Noch einen. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. So, dann verlinken wir mal. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die? Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass den mir, okay? Relic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein, rein da, jetzt. Ich geh schon mal rein. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Ich weiß es nicht. Ist das Adam Smasher? Guckt doch noch genau zu uns. Bodyguard. Schlimmer. Night City Legende. Eiskalter Bastard. Was machen wir jetzt? Der sieht uns auch eigentlich bestimmt. Der kann doch bestimmt auch durch Wände gucken. Beziehungsweise Wärmesignaturen erkennen. Mit den Augen. Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie werden sich Guck mal, wie der Platz. Uns die ganze Zeit anguckt. Der guckt genau auf mich. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Halt die Klappe. Das Ding ist nicht schalldicht.首を突っ込まないでくれって言っただろう。アラサカ様、まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。存じております。お持ちしましょうか、例の。私がやる。 Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kajate. Was er da so Raketenwerfer am Kopf. Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka?
そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ。じきじきに俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。Ich hoffe, die zeichnen das alles auf. そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。これでもう俺のことを許す必要はない。Jetzt so ein Puppenchip. Ne, kein Puppenchip, diesen Braindance-Aufzeichner da. Wie hieß der nochmal? Wenn wir das alles schön aufnehmen können. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Hanno Sawagi des. Dareka ga chichi ni doku o motta. Doku? Soda. Nan no hanashi des. Takemura, omae no shigoto wa nan da? Nan no hanashi des. Tanjun na shitsumon da. Kotaero. Arasaka 家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、Arasaka 様。必ずご期待に沿いますゆえ。Kann man den noch looten? Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Erstmal looten. Buck, du musst uns hier rausholen. Sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Okay, Saburo Scheißarasaka ist tot. Das überhaupt auszusprechen. Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, nicht jetzt! Die haben mich... Fuck! Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Komm, go! Schaffst das, Jackie? Nicht runtersehen... Okay. Oh, das ist verdammt hoch.
kann nicht gehen. Na endlich. Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Sie geht die blutige junge Lüge. Halt abzuhauen! Das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Compacky ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wie? Das bist du da? Klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Naja, irgendwer muss es tun. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Hätte er den mal drin behalten. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. So, ich habe jetzt leider keine besonderen Waffen dabei. Ich hatte ein Messerchen und ein Pistölchen. Ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Wobei, ich hab ja... Wieso kann ich das Messer nicht benutzen? Immer ein ikonisches Messer. Ich muss wahrscheinlich erstmal hier raus. Achtung! Im Compacky Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Halt den Kopf um, Dan. Keine Zeit für Sarkasmus, Karnal. Das kann Sie schön leise kalt machen. Na, Kommando? Wir sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. So, wir versuchen mal ein bisschen sneaky vorzugehen. Für den Moment. Vorsicht! Draußen wird überall Security sein.
Okay. Ja. Das glaube ich. Schlitz. Ich dachte ja, wenn ich die dann so packe und ausschalte. Ich könnte natürlich jetzt eine von den Waffen von denen nutzen. Smarte Pistolen kann ich nicht nutzen. Ich suche halt eine Schrot, ne? In Irland spielt und wird schon jetzt als Meisterwerk der postapokalyptischen Literatur behandelt. Und das waren die Weltmacht. Guck mal, ich würde die schon gerne alle so ein bisschen abmurksen, aber silent. Okay, hier ist keine Tür. Hier lang! Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red. Zellenräume gecheckt. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Die sehen uns ungewöhnliches Personal. Naja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Okay, ich versuche den mir zu krallen. Ich merk's. Ich kann die Kamera leider nicht ausmachen. Hat er seine Pistole gedroppt? Ja. Shit. Okay, Jackie kann da durchlaufen. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen. Ich habe leider keine schallgedämpfte Waffe. Sonst könnte ich die Kamera ausschalten. Ich will das Lilane da haben. Oh, Sekunde, ich kann das Ding doch werfen. Das macht aber Geräusche, oder? Nice. Also wirklich. Achtung! Im Konfetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Die Anweisungen des Personals. Uff. So wollte ich das nicht. Ich will sneaky. Deswegen lade ich nochmal. Ich dachte so, okay, ich kann das vielleicht sneaky lösen. Jetzt schön vorsichtig. Okay, der ist down. Schnappen wir uns den nächsten.
aus dem Sichtfeld. Bumm! Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Da hinten sehe ich keine Leute. Kann ich hier rein? Nicht. Was waren wohl alle? Hat der andere keine Waffe gedroppt? Liegt zumindest keine hier. Voll dunkel hier, ne? Mit erhobenen Händen rauskommen! Uff. Jackie, komm mal weg. Sonst entdecken die uns. Shit, kann der mal weitergehen? Ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Ich würde mir den gern schnappen. Wieder einzeln. Die haben nämlich Schrotflinten. So, hier darf ich den noch nicht killen. Hier vielleicht. Cool, bleib wie. Der Feind schläft nicht. Ja. Dann gib mir deine Schrot. Vielen Dank. So kriegen wir auch schön Assassine mal ein bisschen gelevelt hier. So, einmal bitte Schrotflinte rein. Der hätte doch auch eine, ne? Egal, wir haben eine. Ich meine, ich habe theoretisch meine Fäustlein. Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Kameras sind halt ein Problem, ne? Da komme ich nicht durch. Wo? Ich sehe da einen Fernseher. Da, Überwachungskamera. Jackie hat die gepinkt. Da komme ich auch nicht durch. Scheiße! Die sind überall! Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Das bleibt hier im Blick! Vorsichtig! So eine schallgedämpfte Waffe wäre nicht schlecht. Ich habe wahrscheinlich einen Schalldämpfer dabei und kann den auf die Pistole machen. Hey, Kameras! Ich mache nur nicht genug Schaden. Kann man da vielleicht rübergehen? Nee. Okay, er sieht hier überall Kameras. Ich sehe da hinten erstmal noch eine Security.
Da ist noch jemand. Zwei Leute. Warte, ich kann ihn doch wegholen, oder? Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Okay. Jackie wieder. Ist da jemand? Sicherheitsdienst, sofort öffnen! Da komme ich nicht durch. Die haben das Revier im Blick. Vorsichtig! Ja. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Also bis dann. Ciao.